Punkte vorne, der Schweriner SC im dritten Satz. Aufschlag Patricia Thormann, wieder Annahmeproblem. Und einmal kam sie durch. Seit langem das erste Mal wieder. Erfolgreich Natalia Korobkova. Dann macht es am Ende Magda Kralikova. Wieder war der Block dran. Aus dem Hinterfeld gut gelöst. Und Johanna Bark geht wieder zu einem ihrer gefürchteten Sprungaufschläge. Phil Zwieburg kommt wieder heran. Ein Punkt, nur noch hinten die Gäste aus Bayern. Gute Annahme jetzt von Völker. Sehr dichtes Zuspiel, kein optimaler Pass. Aber auch der nicht. Und aus. Von Julia Retzlaff, kein Block war dran. Und das ist der Ausgleich. Kontrollieren. Und kriegen sie den Ball um die Ohren gehauen. Nadja Jędrzejewski macht sich dazu leicht nach dieser sehr schnellen Annahme, der kam extrem schnell und weit, aber durchaus spielbar. Sie legt ihn rüber und wenn man dann keinen Erfolg hat, dann wird es gefährlich und prompt macht Schwerin den Punkt. 11:8, Auszeit. Guillermo Gallardo, Auszeit für Zwieburg. Ja, der will einfach nur ein bisschen Drive, ein bisschen Dampf rausnehmen aus der Partie. Ein bisschen Ruhe reinbringen, sagt gar nicht allzu viel. Möchte einfach nur den Rhythmus des Gegners stören und die eigene Mannschaft ein bisschen mir die Gelegenheit geben, sich zu sammeln. 30 Sekunden sind um, es geht weiter mit 3 Punkten für Schwerin. Keine gute Annahme, Johanna Bark. Gute Annahme. Den kriegt dann auch Korobkova nicht mehr. Er geht hinter die Bande. 12:8. Zwieburg wechselt. Tatjana Zautis kommt mal wieder rein. Und zwar für eben jene Johanna Bark, die da gerade in der Annahme ihre Probleme hatte. Schauen, ob sie gleich angespielt wird von Julia Retzlaff. Eingewechselte Tatjana Zautis, jawohl. Aber sie macht's geschickt und mit Routine. Ballwechsel.
Das sind die Nerven, ganz klar. Und das ist das, was auch Silvia Roll gesagt hat. Wer hier weniger Fehler macht, der gewinnt das Spiel. Am Ende dann nochmal ein Lob und der Block versucht, den Ball nochmal hoch zu buxieren und dann wird er über die Sicherung hinweg gespielt. Keine Chance und jetzt ein Block. Wichtige Punkt jetzt für Schwerin, das baut auf und umgekehrt. Schwierige Phase für Filz Biburg. Guillermo Gallardo mit dem Zuspielerwechsel. Jędrzejewski wieder raus. Möllers kommt zurück. Von der Netzkante ins Aus, der nächste Fehler. Und damit haben wir eine 7-Punkte-Führung für Schwerin. Jetzt aber mal Sarah Petrausch macht dieser Serie ein Ende mit einem Longline-Angriff über die 4. Henka Dörr muss wieder raus. Für sie kommt ganz kurz Alessandra Schofi-Häuser und jetzt dann Jela Lana Mapeli, die etatmäßige Mittelblockerin der roten Raben. Klasse Angriff von Mira Topic. Da stand der Block schon drüben und der Pass kommt trotzdem dorthin von Denise Hanke, die hier kein Risiko eingeht, den leichten Ball auf Mira Topic spielt und die findet einen Weg am Über durch den Block hindurch, wie auch immer, und macht in jedem Fall den 16. Punkt zur technischen Auszeit. Und das ist jetzt doch schon ein Pfund. 16:8. Schwierige Situation für die roten Raben aus Filzbiburg. Und einer dieser langen Ballwechsel, die für dieses Spiel hier typisch sind. Toller Kampf aller Beteiligten. Patricia Thormann macht das Beste draus. Dann wieder Lenka Dürr mit der tollen Abwehr. Hoch wieder auf die 4. Johanna Bark mit dem Lob. Weiter geht's. Ja, also das ein Spiel. Alle, die den Frauenvolleyball mögen, das den Frauenvolleyball ausmacht. Tolle Abwehraktionen. Gleichwertig beide Teams. Allerdings jetzt im dritten Durchgang. Schwerin mit ganz klarer Oberhand. Hier wieder mit dem besseren Block. Und weiterhin mit einer 8-Punkte-Führung. Und die roten Raben verkürzen auf 10:17. Und erneut wechseln. Und wir fangen mit dem Rettenschützen an. Da sind da. Dann hat Kelly. Und jetzt wieder die 17 im Spiel. Alessandra Schofi-Häuser. Diesmal die Linie entlang. Klasse, was sie da macht. Wirklich intensivst eingesetzt von Denise Hanke. Und nachdem sie am Anfang des Spiels durchaus Probleme hatte, sich durchzusetzen, jetzt findet sie immer wieder die richtige Lösung.
die Linkshänderin mit keinem ausreichend druckvollen Angriff. Der konnte abgewehrt werden von Schwerin und dann der Gegenangriff. Denise Hanke weiß genau. Die Mira, die ist im Moment gut drauf, die macht's. Und so ist es auch diesmal 19-10. Hat es nicht ganz gestimmt im Timing und der geht jetzt aus. Der schnelle Ball durch die Mitte. Sah irgendwie unglücklich aus. Jovi Häuser, die jetzt für Lana Mapeli im Spiel ist. Ja, da ist sie nicht richtig oben, nicht richtig hinter dem Ball. Dreht ihn knapp ins Aus. Und damit haben wir eine 10-Punkte-Führung. Die roten Raben wechseln erneut die Zuspielerin. Jetzt wieder Nadja Jentzewski auf dem Feld. Der Block im Netz, Pfiff. Und damit der 11. Punkt für die Roten Raben. Manfred Brommert, der zweite Schiedsrichter, hat da den Schweriner Block im Netz gesehen. Punkt. Im Moment nicht in den Griff zu kriegen für die Roten Raben. Oder war sie eigentlich da im Block? Natalia Korobkova hat die Hände nicht richtig zusammen und kriegt den Ball mitten hindurch. 21-11 Schwerin. Aufschlag bei der unbezwingbaren, unblockbaren zurzeit Mira Topic. Jetzt aber mal ein guter Angriff von Tatjana Zautis, auch über die 4. Und jetzt wechselt Pierre Gallardo Loren Henkel ein. Für Magda Kralikova ist sie gekommen. Auch sie mit 1,90. Eine Blockverstärkung. Kleine Pause für Kralikova offensichtlich. Und Tatjana Zautis zum Zweiten. Guter zweiter Angriff. Diese erfolgreichen Abwehr. Alles richtig gemacht von Nadja Jentzewski. Der Block nicht diagonal genug. Das ist der Tormann sehr weit außen. Da ist die Diagonale frei. Zweimal Tormann und beim zweiten Mal mit Erfolg. Endlich, möchten Sie sagen, hier in Schwerin, der 22. Punkt. Das sollte doch reichen, um hier 2-1 in Führung zu gehen. Annahmeprobleme, Rote Raben. Punkt Nummer 23. Für Schwerin. Jetzt mal wieder ein gelungener